Kabu erklärt künstliche Intelligenz. Bei dem Wort künstliche Intelligenz denkst du vielleicht an Roboter aus Hollywood-Filmen, wie zum Beispiel Wall-E. Aber auch in unserem alltäglichen Leben begleiten uns künstliche Intelligenzen überall und entwickeln sich rasant weiter. Was genau ist eine künstliche Intelligenz? Eine künstliche Intelligenz, kurz KI, ist ein Computerprogramm, das Aufgaben und Probleme selbstständig lösen kann. Das Wort künstlich kommt daher, dass das Computerprogramm von Menschen erschaffen worden ist. Es ist also eine künstlich erzeugte Intelligenz. Man kann in eine schwache KI und eine starke KI unterscheiden. Die schwache KI ist nur in einem bestimmten Bereich intelligent. Dazu zählt beispielsweise ein Schachcomputer, der mit Leichtigkeit den besten Schachspieler der Welt schlagen kann. Ansonsten kann der Schachcomputer aber nichts. Die starke KI hingegen könnte genauso schlau sein wie ein Mensch oder vielleicht noch schlauer. Aber so etwas gibt es bis jetzt noch nicht. Ein anderer wichtiger Unterschied ist, dass eine künstliche Intelligenz keine menschlichen Gefühle hat. Vielleicht wird sie nie verstehen, was Gefühle überhaupt sind. Wie kann ein Computerprogramm überhaupt so intelligent werden? Eine künstliche Intelligenz kann etwas lernen. Man spricht auch von maschinellem Lernen. Wir Menschen lernen als Kinder von unseren Eltern und Lehrkräften. Eine KI lernt von ihrem Schöpfer, das heißt der Person, die sie programmiert hat. Ein Beispiel. Wenn eine KI lernen soll, was ein Gorilla ist, dann zeigt man ihr zunächst ganz viele Bilder von Gorillas. Je mehr Bilder die KI sieht und speichert, desto genauer kann sie einen Gorilla von einem anderen Affen unterscheiden. Wo kann man künstliche Intelligenz heute schon finden? In unserem Alltag haben wir es oft mit künstlicher Intelligenz zu tun. Sie steckt zum Beispiel in Sprachassistenten wie Alexa oder auch in Suchmaschinen wie Google und Bing. Ein anderes Beispiel sind Roboter, die laufen lernen, im Haushalt helfen oder kranke Menschen ihre Tabletten geben. In der Wissenschaft werden oftmals Roboter auf Forschungsreisen geschickt, die für Menschen zu gefährlich wären. Sie können beispielsweise in die Tiefsee tauchen, dort Messungen durchführen und ihre Ergebnisse nach oben funken. Mit KI kann man aber auch in Filmen Gesichter verändern oder Menschen einen falschen Text in den Mund legen, so dass es schwer wird, es als Fälschung zu erkennen. Ein Beispiel, über das viel geschrieben wird, sind autonome Autos. Ihre KI kann selbstständig alles erfassen, so dass die Autos ohne Hilfe von Menschen fahren können. Erste Modelle gibt es bereits. Aber bis selbstfahrende Autos auf den Straßen erlaubt sind, müssen noch viele Tests durchgeführt und Regeln festgelegt werden. Künstliche Intelligenz ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und wird auch in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Aber fest steht, die letzte Entscheidung muss immer ein Mensch treffen.